Hi Leute und damit herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit Werder Bremen. Und heute, ihr seht schon diesen kleinen roten Spieler namens Philipp Lahm. Wir spielen heute gegen den FC Bayern, bevor wir uns zu meiner Startaufstellung gesellen, die ihr, wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, etwas anders ist. Kommen wir erstmal hier zu den Einstellungen. Ich habe jetzt auf Weltklasse gestellt, habe aber natürlich dadurch die CPU-Position wieder normal hingestellt. Ja, gegen die Bayern wollen wir auf Weltklasse spielen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ja, ich will jetzt endlich mal eine große Herausforderung. Vor allem gegen Bayern München, finde ich, darf man das schon mal machen. Weil ich rechne eigentlich gegen die Bayern 0 Punkte aus. Aber ja, im Real Life kommen wir auch später dazu, wie die Bremer gespielt haben. Ja, Lorenzen steht vorne in der Sturmspitze. Er soll im Grunde eigentlich der Konterstürmer sein. Dadurch, dass er halt wahnsinnig schnell ist, ist er halt einfach genau der perfekte Spieler, um ihn lang und steil zu schicken. Junuzovic, Öztunali sollen ihn eigentlich als Passgeber dienen. Gebre Selassie soll eigentlich mit als rechter Verteidiger mit Manon Busch gehen, weil, ja, Manon Busch, ihr seht's, kein Clemens Fritz, sondern Manon Busch. Und ihr seht's, Manon Busch, der kann wirklich ein guter Konterspieler sein. Also wenn die Bayern mal eine gute Angriffssituation haben, dann kann er auf Konter gehen und Theodor Gebre Selassie kann sich in den Rückraum fallen lassen. Philipp Bargfrede agiert eigentlich als vierter Innenverteidiger, Santiago Garcia als Defensive Wall, und in der Abwehr haben wir einfach nur Defensive Walls mit Lukimia, Westergaard und Galvez. Hier auf der Bank habe ich noch ein paar Spieler, die man vielleicht einwechseln könnte als Konterspieler wie Udiak, Ulisse Garcia oder Finn Bartlitz, oder als defensive Abräumer mit Pavlovic, Groß und Clemens Fritz. So, das wird unser Spiel sein gegen die Bayern. So spiele ich eigentlich sehr oft gegen den FC Bayern. Warum spiele ich so gegen die Bayern? Weil ich weiß, dass die Bayern wahnsinnig einen starken Kader haben. Und wir halt nicht so wirklich. Und so spiele ich halt gegen die Bayern immer gerne. Um sie halt aus einer defensiven Abwehrwall auszukontern. Das ist aus meiner Sicht das Bessere. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier aus dem Bremer Weserstadion zum Spitzenspiel. Naja, es ist Dritter gegen Neunter, aber trotzdem ein großes Spiel mit großen Namen. Werder gegen die Bayern. Zumindest war es in den letzten Jahren so. In den letzten Spielen hat Werder Bremen 1:28 Tore bekommen gegen den FC Bayern München. Mittlerweile sind die Bayern nur auf Position 10. Und sind nicht mal in der ersten Tabellenhälfte. Die Bayern in der Krise. Wir werden gleich die Startformation beider Mannschaften ansehen. Aber trotzdem, Werder mit relativ viel Respekt. Trotz dieser großen Namen, wie hier zu sehen. Arjen Robben, der immer noch auf sein erstes Saisontor wartet. Hier sehen wir die groß gespickte Mannschaft des FC Bayern München. Genug Länderspiele, um genug Mannschaften zu füllen. Aber wir gucken uns erstmal die Bremer an, die heute in einem 5-4-1-System, aber mit einer Raute spielen. Einzige Sturmspitze, Melvin Lorenzen. Da sehen wir Lewandowski, der Todesstürmer Lewandowski. Wir gucken uns die Startformation des FC Bayern München an, die hier mit einem 3-3-3-1-System spielt, wie ich das richtig erkennen kann. Also die Bayern relativ offensiv, Robert Lewandowski, Killerstürmer Nummer 1. Aber im Spiel gegen die Bremer hat Werder im Real Life nur 1-0 verloren durch einen Treffer von Thomas Müller. Und hat vor allen Dingen kurz vor Schluss richtig gute Chancen gehabt, gegen die Bayern sogar einen Punkt zu holen. Auch wenn die Bayern die ersten Minuten relativ überlegen waren. Bayern versucht in der Spur zurückzukommen gegen ihre mittlerweile Lieblingsgegner, gegen Werder Bremen. Und nun kann es losgehen. Bayern traditionell in Rot in der ersten Halbzeit von rechts nach links. Mit dem Franzosen Franck Ribéry im Real Life noch verletzt. Das ist Philipp Lahm. Bedient Thomas Müller. Raus auf den Holländer. Arjen Robben. Und der wird geblockt von Santiago Garcia. Junuzovic. Foulspiel an den Bremer. Freistoß für Werder. Skripnik sagte vor dem Spiel uns, er versucht hier alles auf Konter zu setzen. Er weiß, obwohl die Bayern in der Position schlecht stehen, sind die Bayern immer ein brandgefährlicher Gegner. Freistoß durch Felix Wildwald.
ruhiger Spielaufbau des Tabellendritten, der am letzten Spieltag gegen Hannover 96 waren und die Bayern nur mit einem Remis. Schlechtes Zuspiel. Erste Unsicherheiten da von Lukimia. Sein erstes Spiel. Grund ist einfach, dass er viel wenig Spiele hat hier. Thomas Müller mit der Chance und schießt hier Lukimias Rücken an. Er hat heute seine Chance, sich zu beweisen. Bekam den Vorzug vor Matteo Pavlovic und stark pariert von Felix Wiedwald. Nur 4 Gegentreffer für den Neuzugang von Eintracht Frankfurt. Das ist Manon Busch. Ebenfalls erstes Saisonspiel. Junger, schneller Außenverteidiger. Levin Öztunali versucht Lorenzen zum ersten Mal zu stecken, aber da ist Holger Bartstuber, der ebenfalls wieder verletzt ist. Wie viele andere. Darunter auch Benatia, Robben und so viele, viele mehr. Das ist Lorenzen. Er wird hier gelegt von Bartstuber, aber dieses Mal korrekt. Die deutsche Nationalmannschaft hat unter der Woche gespielt, also hier in FIFA. 1-1 gegen Italien und 2-1 gegen Spanien gewonnen. Und in der Mitte Öztunali. Erste Probleme für den FC Bayern. Also werde hier nicht nur auf defensive Kompaktheit, sondern auch mit Gegenstößen. Das ein oder andere Mal. Schönes Zuspiel für Lewandowski. Gut abgewehrt. Selassie jetzt gegen Angriff Werder. Wird hier aber gelegt von Frank Ribéry. Schiedsrichter sagt kein Foulspiel. Foulspiel. Öztunali geht aber weiter und Alaba mit der Chance. Alaba, obwohl er Verteidiger ist, hat er trotzdem eine wunderbare Schusstechnik. Boateng übrigens nicht dabei, warum auch immer. Vielleicht verletzt, don't know. Einwurf Robben. Geht aber wieder zurück an die Bremer. Das haben die Bayern nicht gut gemacht, aber die Bremer müssen aufpassen. Beim letzten Einwurf gegen 96 gab es ein Gegentor. Kurz vor Schluss. Beim Stande vom 2-0. Das ist wieder Manon Busch. Versucht Selassie zu schicken. Geht aber nicht. Bei Arturo Vidal, der Neuzugang von Juventus Turin. Dazwischen steht, ich glaube, für 40 Millionen oder 35 Millionen Euro ist er an die Isar gewechselt. Nusovic als sicherer Ballverteiler im Spiel und schickt hier Selassie, der soll eigentlich die Defensive halten, aber bringt hier den zweiten Ball rein, aber da ist Manuel Neuer und pariert hier diesen Ball für seine Abwehr. Da stand nämlich Lorenzen in einer guten Position, erste Ecke für die Grün-Weißen. Das ist natürlich eine Sache für Slatko Nusovic. Letztes Standardtor der Bremer gegen Bayer 04 Leverkusen. Und kurze Ecke und Neuer muss raus. Und aus dem Rückraum Santiago Garcia, starke Grätsche, zweiter Ball der Bremer. Schiedsrichter sagt aber trotzdem Freistoß, somit gute Freistoßposition für die Bremer. Noch wartet Junuzovic auf seinen ersten Freistoßtreffer in dieser Saison. Vielleicht klappt es ausgerechnet gegen die Bayern. Letzte Saison 5 Stück. Im Real Life ist er auch nicht in seiner besten Form. Vielleicht ja jetzt in dieser 25. Spielminute. Wenn ich richtig sehe, müssten das ca. 26 Meter Distanz sein für den Österreicher, der sich ja mit seiner österreichischen Mannschaft für die EM 2016 in Frankreich qualifiziert hat. Ja, 25, 26 Meter sind es. Freistoß. Aber leider direkt in die Mauer. Nächster Freistoß von Junuzovic. Direkt in die Mauer. Schade, schade. Busch ist da. Und hat den Ball ganz sicher. Wieder Busch. Lorenzen. Junuzovic. Und er schickt jetzt Lorenzen. Dupierter Javier Martinez. Lorenzen Tor. 1-0 Werder Bremen. 29. Spielminute durch. Melvin Lorenzen und das sieht strange aus. Aber egal, Martinez wird dupiert von Lorenzen. Ribéry einfach nicht entschlossen genug gegen Lorenzen. Und er macht's. Martinez einfach nicht gut.
wie er das da macht in der Abwehr. Und Ribéry kommt einfach zu spät. Und Lorenzen erzielt sein erstes Tor in dieser Saison. Meistens auf der rechten Flügelposition, heute im Sturmzentrum. Und da bedankte sich beim Trainer mit der 1:0-Führung für Werder Bremen. Nochmal, wir spielen Weltklasse. Jetzt müssen die Bayern irgendwas machen. Die wissen natürlich, die sind jetzt unter Druck. Junuzovic mit der Grätsche. Gutes Tackling da von Junuzovic. So kommt der Ball auch an. Mann und Busch. Werder komplett dominant hier gegen die Bayern. Lassen die Bayern weit laufen. Und versuchen hier ein ganz ruhiges Spiel aufzubauen. Aber dieses Mal zu ruhig. Da sind sie fast eingeschlafen. Jetzt die Chance für Thomas Müller. Das ist also ein Wildfall. Den hält er. Wichtig, dass Felix Wildfall den hält. Westergaard wird dann düpiert von Müller. 4 Saisontore hat er schon in dieser Saison. 3er nur von dem Polen. Ecke München. 2. in dieser Partie. Damit steht es 2-1 für die Bayern. Die kommt vom Holländer. In dieser 35. Spielminute reingetreten. Und wieder Wildfall draußen. Wie schon bei der ersten Ecke. Aber die Szene ist natürlich noch heiß. Robben, Lahm, Martinez muss seinen Fehler wieder gut machen. Bedient der Arturo Vidal den Chilin. Bedient Müller wieder, wieder ein Tor. Der Ausgleich. Einfach nur klasse kombiniert. Vidal einfach ideenreicher als alle Grün-Weißen. Hier nochmal die Aktion. Dupiert hier. Glaub. Ja, das ist doch Özdunali. Dann der Doppelpass mit Thomas Müller. Und Vidal schafft sich so seinen Raum. Klasse gemacht. Der Ausgleich für den FC Bayern. Die Führung hielt 6 Minuten. Bayern muss gewinnen. 2. Saisontor vom Chilen. Also alles wieder bei Null. Da sind die Bremer kurz mal eingeschlafen, weil sie einfach zu langsam gespielt haben. Und das bestrafen die Bayern eiskalt. Also 40. Spielminute. Wir haben hier ein gutes Fußballspiel. 2 Tore schon gesehen. Und das auf Weltklasse. Werder mit 61% Ballbesitz. Das kennt man eigentlich nur von den Bayern. Aber die Bayern jetzt durch diesen Treffer motiviert. Santiago Garcia dazwischen. Özdunali. Gegenangriff Bremen im strömenden Regen von Bremen. Junuzovic auf Bargfrede und er versucht da Lorenzen zu schicken. Die Bayern-Defensive dazwischen. Wieder Selassie mit einem guten Spiel. Bedient hier Busch und er ist flink wie sonst irgendwas. Wieder lassen die Bayern Busch da zu viel Raum. Ribéry versucht es mit der Grätsche und kommt da noch dazwischen. Busch bleibt aber am Ball und jetzt gibt es einen Wurf für Werder. 3 Minuten Nachspielzeit. Selassie. Super Aktion. Wird aber von Bartstuber geblockt. Stark gemacht. Von Theodor Gebrez Selassie. Macht da die Bayern 2 Spieler nass. Nämlich Ribéry und Martinez. Und so steht es nach 45 Minuten. 1-1. Danke, Vidal und Lorenzen. Eine super erste Halbzeit. Okay. Leverkusen führt. Augsburg führt auch. Dortmund nur unentschieden. Hoffenheim führt gegen Wolfsburg. Na, Stuttgart ist zurzeit Tabellenführer. Das ist, finde ich, immer noch witzig. Naja, wir sind ja auch ziemlich weit oben. Was? Wir haben schon 14 Minuten auf der Uhr? Kann das denn sein? Okay, krass. Zweite Halbzeit, meine Damen und Herren, hier im Bremer Weserstadion zu einem richtig guten, nassen Fußballspiel zwischen Werder und dem FC Bayern. Zweite Halbzeit beginnt übrigens ohne Wechsel. Werder versucht mit dem ersten Angriff. Tor in der ersten Halbzeit durch Lorenzen und durch Arturo Vidal. Robben, nächster Angriff der Bayern. Selassie dazwischen. In der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht hatte. Bisher von Skripnik ja außer Acht gelassen, weil er einfach keine gute Leistung gezeigt hat. Özdunali hält hier den Ball ganz sicher. Junuzovic ist das am Ball. Wieder das Zuspiel für Özdunali. Özdunali
Jetzt du Nali, bleib da am Ball. Ah, fast das Zuspiel für Bartstumpf. Fast das Zuspiel für Öztun Ali nach dem Doppelpass mit Lorenzen. Bartstuber aber dazwischen. Frank Ribéry versucht den nächsten Gegeneingriff anzuleiten. Meistens in der Defensive bisher der Franzose gefragt. Eigentlich ja nicht seine Aufgaben und nicht sein Spielbereich. Und hat dadurch auch den ein oder anderen Problemchen auf seiner Seite. Müller! Und wieder Lukimia mit dem Rücken. Wie schon in der ersten Halbzeit. Schuss von Thomas Müller. Der Rücken von Lukimia. Ecke Bayern München. Beziehungsweise hier war es die Schulter. Ecke. Die kommt dieses Mal von Ribéry reingetreten. Wieder kein Problem. Wieder die Ecken der Bayern. Zu harmlos. Jetzt der versuchte Gegenkonter. Lorenzen ist ein schneller Spieler. Deswegen der versuchte Gegenkonter der Grün-Weißen. Lorenzen stand da. Wurde aber abgewehrt von der Bayern-Defensive. Die Münchner jetzt etwas mehr mit Selbstvertrauen. Arturo Vidal. Ja, das sieht man von den CPUs selten, dass sie mal so einen Schuss wagen. Lücke war aber frei. Wieder fast Lukimia mit der Schulter dazwischen. Aber diesmal war er nicht dazwischen. Muss er auch nicht. Der Abstoß der Grün-Weißen. Von Felix Wiedwald. Kopfballversuch missgelingt der Bremer. Bayern sind jetzt im Spiel. Lukimia wieder nicht entscheidend. Und abgeblockt von Galvez. Lukimia hält da zwar immer seinen Kopf rein, aber entscheidend ist er nicht dazwischen. Westergaard gegen Müller gibt Abstoß. Die Bayern jetzt immer mehr dominant und Arturo Vidal verlässt überraschenderweise den Platz, warum auch immer. Und es kommt Thiago. Ich würde jetzt aber auch gerne wechseln. Ich würde sagen, dass ich jetzt Matteo Pavlovic für Lukimia bringe. Und groß für Bargfrede, weil Bargfrede gefällt mir heute nicht. Wechsel bei Werder Bremen. Das nächste Spiel für die Bayern ist in der Champions League gegen Atletico Madrid. In der heimischen Allianz Arena. Es gehen bei Werder Bremen Lukimia und Philipp Bargfrede. Es kommt Felix Groß, der Bruder von Toni Groß und Matteo Pavlovic. Mit dem viele eigentlich erwartet hatten, dass er spielt, aber Lukimia hat den Vorzug bekommen, hat aber nicht so gute Aktionen im Spiel geleistet, deswegen wird er ausgewechselt. Selassie kommt jetzt ein bisschen weniger zum Ball. Bayern stehen ja jetzt deutlich besser zu als in der ersten Halbzeit. Die Sicherheit des FC Bayern ist jetzt endlich drin. Ah, das macht Lorenz nicht entscheidend gut. Und da liegt Öztun Ali am Boden. Die Bayern spielen aber weiter. Der Unparteiische sagt auch nichts. Stark gemacht von Groß. Hier dazwischen geht. Und da wird jetzt Lorenzen auf die Reise geschickt. Lorenzen! Melvin Lorenzen! Dicke Chance für Werder! Hier nochmal die Chance. Melvin Lorenzen. Einmal die Bayern. Nicht optimal gestaffelt gestellt. Da findet Junuzovic einmal diese Lücke. Und Lorenzen mit der Riesenchance. Da Lorenzen jetzt aber doch angeschlagen ist, würde ich sagen, wechsle ich ihn aus und bringe Anthony Udja. Und jetzt kommt der Mann, der die letzten zwei Tore, die zwei wichtigen Tore für die Bremer geschossen hat. Das 1-0 gegen die Leverkusener und das 2-0 gegen Hannover 96. Es kommt Anthony Udja. Und ein bisschen verkannt. Hat sich aber jetzt bei den Bremern gefunden. Kurzer Abstoß von Kirchhoff. Der ehemalige Schalker. Mainzer. Mit dem Passspiel Robben. Müller. Polen bisher ganz wenig zu sehen. Da merkt man, dass er in dieser Saison nicht genau das spielt, was er im Real spielt. Nicht immer anspielbereit und immer gefährlich für den Gegner. Felix Groß. Jetzt Dunali. Muss jetzt durchspielen. Das Zuspiel für... Oh, Thiago versucht es hier mit der Hacke. Und Felix Groß wieder gut dazwischen. An dem diese Saison auch wenig Einsätze bekommen.
weil die A-Mannschaft einfach Weltklasse spielt. Das war stark von Santiago Garcia. Das bestätigt nochmal seine starke Leistung bisher. Aufgepasst, Lewandowski lauert. Mann und Busch bedient Selassie. Durch den starken Ring sind die Ballbesitzstatistiken jetzt auch etwas hinfällig. Die Spieler mit Problemen überhaupt den Ball richtig zu kontrollieren. Und das ist Mateo Pavlovic, der ist einfach dazwischen. Das Spiel kommt jetzt etwas zum Erliegen durch den nassen Rasen. Jetzt kommt aber wieder mal eine gute Chance der Bremer. Eventuell durch Öztun Ali. Versucht die Flanke, die wird abgefälscht! Was für eine Chance! Für Werder Bremen! Dieses abgefälschte Ding! Sieht aber Manuel Neuer! Das war ganz tückisch für Neuer! Diese Szene war brandgefährlich. Achtung, jetzt wieder die Bayern. Und oh, da wird Lewandowski mit dem V-Spiel. Und das ist für mich mindestens mal gelb. Da zeigt er seinen ganzen Frust in dieser Saison, in dieser ein einzigen Szene. Und das ist für mich mindestens mal gelb. So wie der Pole hier einsteigt. Das ist gelbwürdig. Das ist einfach nur gelbwürdig. Und das ist unfassbar, dass der Unparteiisch hier kein Freistoß allein für die Bremer gibt. Doch, es gibt wenigstens den Freistoß. Aber das ist gelbwürdig. Das ist einfach nur Frust vom Polen für seine Leistung, die er bisher bringt. So darf man ihn einfach eigentlich nicht gewähren lassen. Auch weil Werder gute Ideen hat. Bartstuber dazwischen. Ujia bleibt aber am Ball. Und bringt den Ball erneut in den Strafraum. Junusowitsch gegen den Aufrechter von 2-1 Werder Bremen. In der 90. Spielminute. Plus 2 Minuten Nachspielzeit. 2-1 Werder Bremen. Hier nochmal. Ujia, die Bartstuber, die Hereingabe. Und ich glaube, Robben ist das. Ja, es ist Robben. Der verliert das Kopfballduell gegen Junusowitsch. 1,76 Kopfballtor, Weltklasse, Traumtor, der Kapitän, viertes Saisontor. Durch Standards macht er keine Tore, aber wenn du solche Tore machst, dann darfst du auch die Freistöße versemmeln. 2-1 Werder. Was für ein Fußballspiel. Und das war's, kurz vor Schluss. Macht Werder den Knockout für die Bayern. Und das auf Weltklasse. Bitteschön, willkommen Werder Bremen zurück in der Spitze. Was für ein Fußballspiel. Was für eine Dramatik. Und dann dieses Ende von Zlatko Junusovic, der einmal Melvin Lorenzen perfekt in die Gasse geschickt hatte, der aber die Chance versemmelte gegen Neuer. Und dann macht er dieses Tor. Und Robben, er bleibt weiter in der Kritik. Verliert das entscheidende Kopfballduell gegen Junusovic. Da darf man sagen, natürlich ist Robben kein Kopfballspezialist, aber trotzdem, Junusovic gehört auch nicht gerade dazu. Ist auch nicht in der Bundesliga als Kopfballungeheuer bekannt. Was für ein Spiel, was für ein Spiel. Unglaublich. Und ich glaube, da darf man diesen etwas längeren Part doch verzeihen, oder? Was für ein Fußballspiel im Bremer Weserstadion. Unglaublich. Und ich glaube, ich spiele gegen Wolfsburg auch nochmal auf Weltklasse. Um nochmal herauszufordern. Was für ein Fußballspiel. Ja, ich bedanke mich bei eurer Aufmerksamkeit bei diesem. Ich glaube, ich hoffe, dass es euch ebenfalls gefallen hat. Vor allem, weil ich ja jetzt auf Weltklasse gestellt habe. Und dann auch noch dieses packende Spiel gegen die Bayern. Mehr geht nicht. Bis zur nächsten Folge. Ciao.